Jetzt wollen wir es aber genau wissen. Wie entsteht Honig? Als erstes fliegt die Biene zu einer Blüte. Wo sie den Nektar sammelt. Den Nektar saugt sie mit den Rüssel in den Honigmagen. Dann fliegt sie zu ihrem Stock zurück. Und dort wartet auch schon die Stockbiene. Naja, ich habe schon ganz lang gewartet. Sie nimmt den Nektar in Empfang und übergibt ihn einer anderen Stockbiene. Und jetzt bin ich dran. So wird der Nektar immer weitergereicht, bis ihn schließlich eine Stockbiene in eine Wabe ablegt. Durch ganz schnelles Flügelschlagen verdicken die Bienen den Nektar, der jetzt schon Honig ist. Ist der Honig fertig, verschließen die Bienen die Vorratswabe mit einem Wachsdeckel. Fertig! Übrigens, für ein Glas Honig müsste eine Biene 1.500.000.000 Mal zu Blüten fliegen, wenn sie ganz alleine ein Honigglas füllen will.